Das ist die Lifehacks Show. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Giving back. Hat die Lifehacks Show einen Impact auf dein Leben? Gehe jetzt auf www.lhsupporter.de und unterstütze die Show. Yo Leute, das ist die Lifehacks Show. Ich bin Markus Meurer und hier neben mir steht Feli Hagan. Hi Feli. Hi. So, wir beide waren ziemlich busy. Die letzten Wochen sind wir eigentlich ja immer, aber nochmal besonders busy, weil wir ein krasses Follow Us Around Video gedreht haben. Was ist das? Genau, also das war auch direkt nach unserem DNX-Camp, wo eh schon super viel los ist und zu tun ist. Und deswegen war das echt ganz schön stressig, weil das hat doch auch länger gedauert als gedacht. Ein Follow Me Around Video ist im Grunde ein oder zweiminütiges kurzes Video, was so ein bisschen dein Leben zeigt, also wie so ein typischer Tag von dir in deinem Leben aussieht. Und es war echt richtig, richtig spannend, hat auch voll viel Spaß gemacht. Das war der Bruder von der Miri, die den Kitesurf-Blog Wake Up Stoked hat, und ihr Bruder ist mindestens genauso guter Kiter, aber auch ein krass talentierter Filmemacher. Genau, Videographer. Also Miri hat ja unser DNX-Camp hier in Brasilien gerannt und hat auch mit uns hier das Apartment geteilt. Und sie hatte sich selber ein Follow-Me-Around-Video mit ihrem Bruder gemacht in Griechenland. Also da ging es auch um Kitesurfing und um ihr Leben und so weiter. Sie ist ja Freelance-Graphic-Designerin. Und ja, das hat sie uns halt gezeigt und wir fanden das so cool, dass wir da irgendwie inspiriert waren und gesagt haben, boah, eigentlich wollen wir auch gerne so ein Video haben. Und da das Video von ihr halt ihr Bruder gemacht hat, haben wir direkt gedacht, cool, kann der Manu das nicht machen. So, wir waren aber nur hier in Brasilien, aber Miri hat den Manu dann gefragt und der meinte, ah geil, und ja, vielleicht komme ich einfach ein paar Wochen nach Brasilien vorbei und dann machen wir das Ding doch. Ja, das war echt relativ spontan. Ich glaube, das war ein paar Wochen vor dem Camp oder so. Und dann hatte er nämlich dann auch noch den Auftrag von uns bekommen, das Camp-Video zu drehen. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn du eh schon da bist und deine Drohne mitbringst, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, dann haben wir beide kurz überlegt, wie wär's, wenn wir auch mal so ein Follow-Me-Around-Video machen, weil auch immer wieder Leute gefragt haben, wie sieht denn so ein typischer Tag für euch aus, von euch aus, und könnt ihr das nicht mehr aufschreiben, aufnehmen, Videos, Fotos machen. Und wir wissen, bei dem Intro von der diesjährigen DNX haben wir auch mal die Leute so ein bisschen mitgenommen in unsere Orte, was wir machen, da hatten wir dann viele Bilder dabei und das ist halt mega, mega geil angekommen. Aber ein Video zeigt das Ganze natürlich noch viel, viel besser. Mhm. Und wir fanden halt auch total cool, das hier in Jericoacoara zu machen, weil das halt tatsächlich eine unserer Homebases ist, wo wir jedes Jahr, also schon die letzten 3 Jahre, immer wieder für mehrere Monate zurückkommen und hier halt unser typisches Leben aufgebaut haben, mit wann gehen wir zum Sport, wo arbeiten wir und so. Wir haben Connections, also so ein typischer Alltag, sag ich mal, in unserem digitalen Nomadenleben in Jericoacoara. Und deswegen fanden wir das auch ziemlich cool, das Ganze hier zu drehen. Ja, und der Manu, der hat halt sich auch selbstständig gemacht mit den Videos. Action Edit. Action Edit heißt die Seite. ActionEdit.com ist es, ne? Verlinken wir auf jeden Fall. Aber das verlinken wir natürlich nochmal auch in den Shownotes. Ja, und dann war es halt so, dass wir erstmal so grob die Szenen überlegt haben, was wollen wir denn überhaupt drehen? Da sind uns ganz schön viele Sachen eingefallen und wir wollten auch so viel Material wie möglich halt haben, um daraus ein cooles Video zusammenzuschneiden. Dann haben wir zum Beispiel überlegt, genau, klar, uns beim Arbeiten, wie wir typischerweise arbeiten, dann wie ich Yoga mache oder Markus die 7-Minute-App, wie wir meditieren, wie wir Kitesurfen, wo wir auf dem Organic Market einkaufen, unsere Fruits und Vegetables. Wie wir im Meer sind, im Ocean. Und das waren echt insgesamt, wie viele Drehtage waren das? 5 Drehtage? Bestimmt 6 Drehtage. Man muss dazu auch sagen, wir sind ja auch immer sehr, sehr motiviert, wenn das angeht, und lassen selten die Flügel hängen. Also haben wir gesagt, komm, wir gehen nochmal los und nochmal, weil wir wollten echt so das Maximum rausholen. Und es sollten nicht nur 2 Minuten am Stück irgendwie eine Szene sein, sondern ich glaube, wir haben jetzt richtig, richtig viele Szenen. Aber letztendlich bleiben dann trotzdem nur 2,5 Minuten übrig von so 5 Drehtagen. Ne? Das ist richtig, richtig krass. Genau. Und dann, was überhaupt nicht so einfach war, mussten wir uns natürlich noch einen Text dafür ausdenken. Dann haben wir zuerst überlegt, machen wir das Ganze denn jetzt auf Deutsch oder machen wir es auf Englisch? Und dann haben wir überlegt, naja, vielleicht beides, aber wenn du einmal einen Text hast, wird er ja auch
passend zu den Szenen geschnitten. Das heißt, wir haben uns jetzt erstmal für Englisch entschieden und wenn wir das Ganze nochmal auf Deutsch machen, muss man die Szenen nochmal ein bisschen anpassen, damit das halt mit dem Video zusammenpasst. Ja, und dann natürlich auch, dass das von der Länge genau passt mit so einem Text. Wir haben immer mal so ein bisschen rumprobiert und den auch vorher mal durchgesprochen und ja, wollten halt auch unsere Vision von DNX rüberbringen, also so das große Ganze über uns und unser Leben. Und letztendlich mussten wir dann natürlich auch noch eine Musik aussuchen für das Video. Das war auch nicht so ganz einfach. Und da gibt's so eine coole Seite, die heißt premiumbeat.com, ne? Aha. Es gibt ja auch, wie heißt nochmal die andere? Es gibt auch noch Audio Jungle. Audio Jungle, aber da sind qualitativ nicht so coole Tracks drauf. So ist es, ne? Ja, ja. Also ich habe gerade nochmal gecheckt, Leute, bevor ihr jetzt alle auf actionedit.com geht und seht, da ist nichts, das ist actionedit.de. Also alles zusammengeschrieben, wir hauen es in die Shownotes. Und die Facebook-Seite ist Action Edit, auch zusammen, also Action für Aktion und Edit. Ja, und nochmal kurz zu dem Text, das war auch gar nicht so leicht, da eigentlich, ja, wir haben so viel zu erzählen und wir haben eigentlich so eine krasse Message und so eine fette Vision als Leader von so einer ganzen Bewegung, das dann in Worte zu fassen, aber ich denke, das ist uns echt richtig, richtig gut gelungen. Und es musste ja auch zu den Szenen passen, ja, die wir ausgewählt hatten. Genau, da haben wir uns viel Mühe gegeben und hoffen, dass es euch gefällt. Ja, premiumbeat.com, sind wir gerade auch nochmal selber drauf gegangen, ist so das Tool Nummer eins, um coole, wirklich coole Tracks rauszusuchen. Also sie kosten dann nicht irgendwie $6 wie bei Audio Jungle. Ich meine, dafür haben wir auch schon mal ein paar Audio-Tracks genommen, aber muss echt lange suchen und dann Glück haben. Hier kosten sie um die $49, glaube ich. Wir haben auch einen genommen, aber da kannst du dir, ja, da gehst du, sortierst du die Beats quasi nach Favoriten oder nach beliebteste Musiken oder Audio-Files in dem Fall und dann nach verschiedenen Gebieten. Ich habe, glaube ich, irgendwie Cinemastic oder so genommen und ja, der Sound ist richtig heftig und ich freue mich schon total, dann dieses Video bei der nächsten DNX in krasser Beschallung auf einer riesen Leinwand zeigen zu dürfen und ich hoffe wirklich, dass das Video auch dann allen gefällt. Also genau, wir müssen es jetzt noch überall einbauen, auf unserer Website, dann verschicken wir es auf jeden Fall mal im Newsletter, auf Facebook, in meinen Über-mich-Text auf Trevelicia wollte ich es einbauen, auch wenn es gerade noch auf Englisch ist. Also, dass wir es jetzt auch verbreiten, sozusagen. Und das Video an sich ist jetzt wieder so echt ein geiles Beispiel, wie die Zeiten sich geändert haben. Wenn du jetzt in die Shownotes gehst, das Video ist jetzt auch fertig. Das war natürlich auch nochmal eine krasse Arbeit für Manu, die ganze Post-Production. Das hauen wir auch in die Shownotes, dann könnt ihr euch das direkt dazu anschauen. Und wenn du das Video jetzt mal siehst, was das für eine Qualität hat und wie professionell das ist mit Luftaufnahmen in der Drohne. Und wenn man sich mal überlegt, vor 10 Jahren, was das wahrscheinlich gekostet hätte, weil ein normaler, individueller Mensch gar nicht in der Lage gewesen wäre, dieses Equipment zu kaufen, kann ich immer wieder nur unterstreichen, wir leben echt in den geilsten Zeiten ever, um sich selbstständig zu machen. Ja, und mit den Drohnen ist das nicht ganz so einfach mit den Einreisebedingungen. Also bei manchen Ländern kann es da passieren, dass dir die abgenommen wird und du die dann erst bei der Ausreise wieder mitnehmen kannst. Auch in Costa Rica zum Beispiel. Costa Rica, ja. Aber Brasilien ist jetzt auch nicht so dolle, darf man eigentlich nicht mitnehmen, aber er hat es irgendwie geschafft, die Drohne hier reinzukriegen. Allerdings, da hier ja sehr ja, viel... Der Manu hat da, glaube ich, so ein Hack, das habe ich letztens auf Facebook gesehen, er wartet immer ganz lange, so bis ganz viel Hektik und Stress beim Check-in ist, geht dann zu der Stewardess, die irgendwie am überlasteten, glaube ich, aussieht und dann schleicht er sich halt vorbei mit seinem Drohnenkarton und das hat diesmal ganz gut funktioniert. Ja, und eine GoPro hat er auch noch dabei gehabt, wir haben auch einzelne kleine Szenen im Wasser und so beim Kiten mit der GoPro gedreht. Was ich aber noch sagen wollte, war genau auch mit der Drohne, weil hier ist super krasser Wind in Brasilien. Über 30 Knots. Und das war gar nicht so einfach, die zu fliegen. Deswegen sind wir manchmal ganz, ganz früh morgens los, wo nicht ganz so viel Wind ist. Ja. Und natürlich muss man auch aufpassen mit der Drohne und dem ganzen Sand, der da halt reinkommt. Ne? Ja, oder die Kite-Aufnahmen, dann fliegst du ja mit der Drohne quasi übers Meer. Und wenn er mal das Signal verlieren sollte, das war natürlich auch immer das Problem, weil der hier nicht immer GPS hatte oder Handynetz, um überhaupt quasi so seinen Homepunkt einzugeben, dann kann so eine Drohne für ein paar tausend Euro auch mal ins Meer krachen. Ja. Aber zum Glück alles nicht passiert. Nee, also es hat auf jeden Fall super Bock gemacht. Das ist die Quintessenz und wir freuen uns total, dass wir endlich mal so ein Video haben und das halt jetzt auch einfach so spontan hinbekommen haben. Und wenn du irgendein Projekt hast, was immer es ist, ein Passion-Projekt oder irgendwie wo oder dein Business, zu welchem Thema auch immer, es ist halt super persönlich, wenn man so ein Video hat und mal wirklich sieht, was macht derjenige oder auch einfach um sein Business vorzustellen. Wenn du dann da mal Bock drauf hast, würde ich auf jeden Fall mal so ein Video produzieren, wenn es sich mal ergibt.
Ja, auf jeden Fall, weil das ist nochmal eine ganz andere Ebene als hier zum Beispiel auf dem Podcast. Erzähle ich euch ja oft, was ich gerade mache und wo ich bin und wie es hier in Jerry ist, das Leben und vielleicht mit Yin Yang und Batman, unsere beiden Catties. Die sind übrigens dann auch mit im Video und wenn man das dann mal wirklich so in Bewegbildern sieht, kann man sich das, glaube ich, viel, viel, viel besser vorstellen. Ja, das war gar nicht so leicht, weil genau wenn man die Katzen dann im Video haben will, wollen die nicht. Also der Batman ist so ganz, ganz kurz drauf, aber der Yin Yang, die schwarz-weiße Katze, die hat sich dann beim Podcasten schön auf den Tisch gesetzt und ist im Video mit drin. Ja, also da sind zwei Lifehack-Szenen drin und ansonsten echt freut euch drauf. Viele, viele Szenen aus Jerry und das ist wirklich auch nichts gestellt. Also es ist total real, ist authentisch, das waren alles Szenen, wie wir sie auch so wirklich jeden Tag leben, ne? Genau, also genau so sieht's hier aus. Ist halt keine Stadt, sondern ein ganz kleiner Ort mitten im Nationalpark mit ganz viel Sand. Ja, ohne Spaß. In diesem Sinne. Warte. Und ja, ich mache noch einen Big Shoutout nochmal zu Manu, wirklich, der alles gegeben hat, der hier gerödelt hat, mit uns jeden Morgen aufgestanden ist und rausgezogen und die Aufnahmen gedreht hat. Und ja, wenn ihr mal einen richtig krassen, guten Videographer braucht und mit Manu in Kontakt treten wollt, der Mensch, der dafür verantwortlich ist, dann geht jetzt auf actionedit.de und da findet ihr auf jeden Fall auch ein Kontaktformular. Und ich nehme Manu auch nochmal in eine eigene Podcast-Folge drauf, weil der Typ ist einfach richtig, richtig cool drauf und hat mindestens genauso viel Drive wie wir. Das muss ich noch loswerden, als wir dann gedreht hatten. Und abends saß er dann schon immer an seinem Schnittprogramm und hat die ganzen Szenen zusammengeschnitten. Und im Flieger hat er irgendwie fast schon das halbe Video fertig gehabt. Also der Typ hat echt eine Energie. Richtig geil. Alright, Leute, das war's für diesmal. Bis morgen. Peace and out. Yo, tausend Dank für deinen Support. Und wenn dir die Show was bringt, dann abonniere sie bitte bei iTunes und hinterlass mir eine Bewertung. Unter allen neuen iTunes-Bewertungen verlose ich regelmäßig DNX-Tickets für die kommenden Events in Buenos Aires, Lissabon und auch Berlin. Komm auch in die kostenlose DNX-Community unter dnxcommunity.de und connecte dich mit tausenden von Lifehackern, Freigeistern und richtig coolen Leuten. Ich bin auch regelmäßig in der Community am Start und helfe, wo ich kann. Folge mir 24/7 an die geilsten Orte der Welt als digitaler Nomade. Abonniere dafür meinen Newsletter unter dnx-berlin.de/news und folge mir auf Snapchat, Instagram und Facebook unter Markus Meurer. Erzähl deinen drei besten Freunden oder Freundinnen von der Show, so können wir gemeinsam noch mehr Leute erreichen und motivieren. Vielen Dank nochmal für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Peace and out.